ist Dezember, morgens Nikolaus und Weihnachten steht vor der Tür. Ich muss noch 2 Wochen und 2 Tage zur Schule gehen. Dann habe ich Ferien und dann 2 Tage später ist Weihnachten. Und was würde besser passen als ein Video über Weihnachten sozusagen? Denn ich habe ein paar Fakten für euch rausgesucht über Weihnachten oder zu Weihnachten eher gesagt. Ich will euch auch gar nicht lange warten lassen, also fangen wir einfach mal an. Deutschlands meistverkaufter Weihnachtsbaum ist die Nordmannstanne, aber die stammt eigentlich aus Kaukasus. Sogar in China wird Weihnachten gefeiert, obwohl die christliche Religion staatlich nicht anerkannt ist. Natürlich kommt zu den Kindern dieser Familien auch der chinesische Weihnachtsmann. Er heißt Dan Che Lao Ren, wenn man das so ausspricht. Mistelzweige sind ja bekanntlich die beliebteste Dekoration in der Weihnachtszeit für Verliebte. Der Kuss unterm Mistelzweig ist viel romantischer, wenn man die germanische Sage dazu kennt. Denn die Mistelbeeren bestehen aus den Tränen der Liebesgöttin Freya oder... Freya. Finnland erhebt Anspruch, die wahre Heimat des Weihnachtsmannes zu sein. Nach finnischer Vorstellung hört der Weihnachtsmann das ganze Jahr über mit seinen riesigen Ohren aus dem Boden die Wünsche aller Kinder. Okay. In England heißt der zweite Weihnachtsfeiertag Boxing Day. Aber das kommt nicht, weil die den Boxsport so mögen. Nee. Es geht nämlich auf eine veraltete Tradition zurück. Denn früher wurde das Weihnachtsgeld und die Geschenke der Chefs an die Lehrlinge in so kleinen Schachteln, also zu Englisch Boxing, übergeben. Also sprich Boxing Day, Schachteltag. 52% der deutschen Arbeitnehmer suchen auf der Weihnachtsfeier ein erotisches Abenteuer. 9% hingegen gehen aus Gruppenzwang dahin. Und 4% gehören zu den fleißigen Helferlein, die selbst auf der Weihnachtsfeier noch Geschäftliches regeln wollen. Alle 2 Minuten wird in ein deutsches Heim eingebrochen und das wird zu den Feiertagen noch mehr und böse Liebe. Ganze 10% haben keine Ahnung, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Ganze 40% der Deutschen kaufen die Weihnachtsgeschenke erst einen Tag vor Weihnachten. Yeah, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen schönen Nikolaus und dass ihr euch weiterhin auf Weihnachten freut, denn es gibt nichts Schöneres im Jahr als Weihnachten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Samstag und vielen lieben Dank für über 1100 Abonnenten. Danke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Not my head to the bass drum, from the very front row. I held my baby, moved his ear to the stage.